So, das war gut. Das ist richtig gut gelaufen. Krieg geführt gegen Kyros und die Perser, fette Beute gemacht, Pasargade, Susa, Sparda, Gordian und Saranka eingenommen, dann Frieden durchgeführt und jetzt schwimmen wir in Gold und Geld. Die Anzeige ist, glaube ich, nur eine fehlerhafte, da kommt gleich noch das Geld hinzu. Das wird von den Persern erhalten, ein paar kleinere Städtchen haben die zurückbekommen, Gunst haben wir auch ein bisschen was bekommen, alles fein und gut. Hi Matze. Hallo zusammen, viele Grüße. In zwei Runden wechseln wir die Regierungsformen, könnten wir auch jetzt... Würde uns aber ein bisschen Geld kosten, 535. Und dann könnten wir wechseln vom Faschismus zur Demokratie schon. Ja. Die haben wir bereits erforscht. Dann brauchen wir nicht mehr die ganzen Militärkarten. Bonus hier oben. Beim Kommunismus 10% Wissenschaft. Mehr Produktion für ein paar Städte. Und einen Handelsweg zur Stadt eines Verbündeten geben mehr Nahrung, USW und Produktion. Sehr viele Karten, mehr Fokus zu Joker und Wirtschaftskarten und also das mit Geld kostet billiger. Demokratie ist cool. Haben wir die Demokratie überhaupt erforscht, Matze? Nein. Wir müssen die erstmal erforschen. Ja, was ist uns jetzt wichtiger? Kapitalismus oder Demokratie? Ich weiß, die Entscheidung fällt dir nicht leicht wieder, lieber WB, aber du musst die leider treffen. Also das Coole beim Kapitalismus ist, dass wir dann Einkaufszentren bauen können. Die geben nochmal plus 4 Tourismus, aber... im Augenblick, wenn wir Handwerker bauen, denke ich mal. Das denke ich auch, ja. Weil wir haben ja gerade, sind ja gerade so zerrennen geworden von einem Stadtstaat, wo jetzt, ich glaube, Granada war, das Alcazar bauen können. Eine Modernisierung, die uns Tourismus bringt, mittelbar. Dafür brauchen wir jede Menge Handwerker. Die können wir auch gar nicht alle kaufen. Das sind zu viele, da werden wir jetzt eine Bauschwemme einstellen. Das heißt, wir gehen erstmal in die Demokratie, dann in den Kapitalismus. Dann können wir auch in aller Ruhe hier die Einkaufszentren überall bauen, kaufen. Was auch immer. In der Reihenfolge, Matze. Würde ich auch so rum machen, finde ich sehr gut. So, Aquädukt steht. Nächster Schritt, Markt. Können wir auch kaufen. Wir kaufen erstmal einen Händler. Und zwar dort, wo wir ihn auch brauchen. Und einen Handwerker müssen wir kaufen, damit der Nationalpark hier klappt. Hier muss einer hin. Hier müssen wir einen Handwerker kaufen. Handwerkerkarte ist drin. Das ist der Handwerker 535. Mit ihm ziehen wir eins vor. Die können nicht gleichzeitig hier entstehen. Den ziehen wir gleich vor. Ist jetzt noch das Geld da für einen Händler? Nein. Aber nächste Runde. Dann würde ich sagen, dass wir hier vorne mal den Markt bauen. In eingenommen. Einmal Hafen. Leuchtturm 4 Runden. Dann können wir auch da eine Handelsroute machen. Theaterplatz hier fertig. Nächster Schritt Amphitheater. Wir machen gleich Handwerker ziehen wir vor. Amphitheater Handwerker. Wir könnten nochmal Gesandte rüberschicken. Die vier behalten wir mal auf Vorrat. Alcazar ist wichtig, falls jemand uns noch übertrumpfen will. Wir könnten zwar auch in Genf jetzt die vier reinstecken. Fünf bräuchten wir, etwa 15% mehr Wissenschaft. Ich bin da jetzt geizig und will sparen. Ich will sicher sein, dass wir in Granada souverän bleiben. So, jetzt machen wir einmal querbeet. Checken wir mal, ob wir überall Handwerker bauen wollen. Vier Runden hier. Das sollte eigentlich einer pro Stadt reichen. Das dauert zu lange. Ja, dann können wir auch das Kunstmuseum vorher fertig machen. Ich meine, haben wir gerade Tizian bekommen, der kann da seine Werke ausstellen. Sendezentrum. Über zwei Handwerker. Die Produktion geht so schnell, da kann man das machen.
Dann hier vorne in Bulxor Amphitheater. Ein Handwerker erstmal. Hier entsteht schon einer. Den zweiten packen wir dazu. Riesenproduktion. Wir wollen ganz viele Alcazares bauen. Hier dauert es zu lange. Machen wir erstmal mit den Mauern weiter. In eingebildet. Dauert es auch zu lange. Handwerker 5 Runden, das geht. Hier haben wir gerade eingekauft. Nächster dauert 4 Runden, geht. Na, wissen wir nicht genau. Da warten wir mal ab, ob wir dann die Handwerker noch drin haben. In Saranka. Handwerker 33, das machen wir nicht. In Sparda. Handwerker 4. Und vorher noch den Staudamm fertig machen. In Gordian Bibliothek Handwerker 7, könnte auch schwierig werden. In Pasargade Handwerker 4 hinter dem Markt, mal gucken. Und in Susa das Monument und dann der Handwerker. Monument gibt etwas Loyalität. So, haben wir alles gedacht? Ich denke das ja. Bei Dido fehlt noch. Tempel, Handwerker. Die hätten wir noch einmal feuern können. Das ist jetzt zu spät. Eine Beförderung bitte. Kampfstärke gegen Marineeinheiten verbessert. Hier, ab hier können wir Alcazar bauen. Nur, der hat nur eine Aktion, die er durchführen kann. Das werden wir erstmal hier vorne ein bisschen Felder puzzeln gehen. Und sagen, hier sind 13 Bürger, hier nur 10. Ein bisschen die Felder zusammentauschen. So, dann wird der Nationalpark zu Sparda gehören. Nächster Naturforscher, den wir uns kaufen können, mit Glaubenspunkten, kommt in 2 Runden oder in 3 über den Daumen. Das heißt, wir können mit ihm hier schon mal anfangen, hier runterzuziehen. Und diese beiden Modernisierungen, die müssen wir entfernen. Kostet keine Aktion. Danach müssen wir also auch keinen kaufen. Das kann er hier auf beiden Feldern machen. Dann, die stehen hier drin und heilen. Ziehen einmal immer in jede Stadt rein. Der hat schon. Ich habe dich schon so oft gefragt. Das bringt immer ein Minimum an Loyalität, glaube ich, ne? Also nur während man im Krieg ist und da quasi okay. Eine Stadt besetzt, dann wird der Malus, den man sonst erleiden würde, wieder negiert. Also wenn man eine Stadt eingenommen hat und man zieht die Einheiten raus, dann hat man quasi Loyalitätsmalus und den gibt es halt nicht, wenn man dann eine Einheit drinstehen hat. Alles klar. Dann ziehen wir mal ein paar runter. Zu der Front, die hoffentlich niemals entsteht im Süden oder hier im Herzen des Reiches. Dann müssen wir hier mit ihm keine Quellen mehr beschaffen. Dann würde ich den auch schicken. Wir könnten noch einen rüber schicken zu Trajan, um seine Raumhäfen zu sabotieren. Oder wir sagen, wir sabotieren auch die von Perikles. Aber ich habe den Verdacht, Trajan ist weiter. Wir gehen einmal Raumhäfen suchen. Einer hier. Da vorne einer, 3 bei den Griechen. 4 bei den Griechen. Und bei den Römern 3. 3, die wir sehen. 4. Die bauen jeweils 4 Raumhäfen. Ja, was meinst du? Wer generiert mehr Wissenschaft? Die Römer generieren 412 Wissenschaft, 322 Perikles. Ich glaube, die 3 Römer müssen wir ernster nehmen.
Ich denke auch, dass die wahrscheinlich die größere Gefahr sind, weil die Griechen offensichtlich sich eher auf den Bau von Gebirgstunneln fokussiert haben, anstatt auf Forschung Warum machen die und das? Raketen. Was soll das? Was ma warum, warum, warum tut Perversikles das? Ist das so ein Ja, ich Fetisch weiß von nicht. dem? Wahrscheinlich. Es geht irgendwie was Wirres in seinem Kopf vor. Aber das immer im Ernst, wir nennen ihn nicht umsonst Dr. Perversikles. Also sowas zu machen, das macht ja spielerisch, taktisch, strategisch, selbst ästhetisch keinen Sinn. Das kann nur ein Fetisch sein. Eine ganz persönliche Obsession. Irgendetwas bringt es ihm. Ich habe schon Schiss, mir das auszumalen. Schon sehr krass. Sehr, sehr krass. So, dann nehmen wir mal die ernster, aber wir haben ja schon. Sollen wir einen weiteren hier rüber schicken zu den Römern? Was meinst du? Ja, ich würde schon sagen, dass wir nach Möglichkeit in eine Stadt einschicken, wo es zum Beispiel ein Handelszentrum gibt und einen Raumhafen, falls die sowas haben. Dann können wir nämlich unseren Spion im Handelszentrum ein bisschen trainieren lassen, aufleveln lassen, dann hat er bessere Chancen für einen Raumhafen, ohne dass er nochmal wandern muss, was ja wieder Zeit kostet. Und hier wäre Offensivdenken rüber zu Hedwig und Kunstwerke mopsen, die sie daran hindern, uns, sodass wir schneller in den Kultursieg haben. Das ist auch auch eine gute Möglichkeit, wobei auch diese Mission eher einen geringen Erfolgscharakter hat. Also auch dort müsste man erstmal sich etablieren und vielleicht den Spion aufleveln. Also auch das dauert. Dann rüber zu den Römern. Tja, was meinst du, welcher? Also es gibt ja dieser Spionageübersicht, kann man sich ganz gut anzeigen lassen, welche Stadt welchen Bezirk hat. Vielleicht wollen wir da mal reinschauen. Eine Also, Spionageübersicht. du warst da schon einmal ganz kurz drin, bevor du die Linse aufgerufen hast, oben rechts mit dem Bildschirm, da gibt es dann Stadtaktivität. Cool, habe ich noch nie angeguckt. Cool. Habe ich noch nie gesehen. Du bist echt der Oberspion von uns. Ja, 00 Matze. Spion. Genau. Ja, und wenn wir da mal dann ja uns anschauen bei den Römern, da sind da ja immer die Bezirkssymbole, wie gesagt, Raumfahrtsymbol wäre gut und nach Möglichkeit Handelszentrum finde ich ganz nett, weil das eine Mission ist, die noch relativ einfach ist zu beginnen, wenn die das denn gemeinsam gebaut haben. Das müssen wir uns mal angucken. In Antium ist bereits einer. Raumhafen ist dieses Symbol hier. Gelb ist Handelszentrum. Hier sind die drei anderen. Nur in Venedig. In Venedig ist Handelszentrum und, nee, und Campus. Ein Raumhafen. Das ist ein Raumhafen. Das ist einer. Das ist einer. Wo sind denn die beiden anderen Raumhäfen? Einer in Antium, einer in Velitrae. Ich sehe die gar nicht. Wo sind die denn, die beiden anderen? Antium und Velitrae, ich sehe nur zwei. Siehst du den dritten und den vierten? Das ist tatsächlich ein bisschen blöd auseinanderzuhalten mit dem Campus und mit dem Raumhafen, weil es beides so blaue Symbole sind. Und ich dachte eben, in Durocortorum wäre ein Raumhafen, was ist aber, Nee. glaube ich, auch nur ein Nee. Campus. Also ich sehe nur den hier in Velitrae. Die blauen sind die Raumhäfen. Hier ist einer. Wir haben eben vier gefunden. Und wir sehen den einen in Antium. Die beiden anderen sehe ich nicht in der Liste. Dann sind die noch nicht fertiggestellt wahrscheinlich, dann sind die noch im Bau. Ja, dann lass uns doch lieber rübergehen Richtung. Ja, dann müssen wir uns doch die Städte angucken, wo drin, wo die entstehen. Das war. Jetzt müssen wir doch wieder in die Liste hier rein. Das tut mir natürlich leid, dass ich da jetzt eine andere Liste vorgeschlagen habe, die uns offensichtlich im zweiten Blick nicht so viel bringt. Ich fand die Liste aber super cool, trotzdem. Hier in Rom, der ist im Bau, er ist da, aber hier oben nicht drin, er ist fertig. Er wird uns nicht angezeigt. Back. Kannst du da nicht weiter nach rechts scrollen oder? Hab ich schon. Ach Da ist nichts. so. Guck mal her, ich geh ganz nach rechts. Weiter geht nicht. Da ist er. Ich konnte nochmal klicken. Da ist der Raumhafen. Man konnte zweimal hinklicken. Matze hat recht. Also wir können nach Rom schicken, das ist unser Handelszentrum. Kann man hier noch weiterklicken? Nein. Den hatten wir schon. Jetzt sehen wir drei. Dann lass es den nach Rom schicken, Matze.
Ja, sieht doch gut aus. Rom, da gibt es viele Bezirke, da können wir erstmal trainieren. Ist natürlich auch eine tolle Stadt für Gegenspionage, aber unsere Spezial, Spione werden das schon schaffen. Wenn du meinst. Ich schicke Northbowman vor. Als Spion. Der macht das. Ja, der macht das. Römer nach Rom. Auch eine Weile, bis er vor Ort da ist. Also, Mr. Pepelius Claritas, danke dir fürs Abo. Ganz liebe Grüße. Vadras. Hallo Vadras. Drittes Mal, 11. Mal schon abonniert. Hallo Vadras. Danke dir. Tizian, Kunstmuseum entsteht hier, rüber nach Wüstenschiff. Genau. Ja, einmal hier hin, bitte. Da entsteht gleich das Museum. Die machen hier ihr Nickerchen. Einmal reparieren. Ja. Eine Runde weiter. Haben wir an alles gedacht? Allianzen sind da, können Ressourcen verkaufen irgendwo. Nee, wir haben mittlerweile 150er Lagerbestand, weil wir ein komplettes Lager gerade erobert haben hier in Susa. Das wird unsere Lagerkapazität. Donnerhorn! Danke an Donnerhorn Fürst Chiron und an Jack Daniels und an unseren Martin, Videogame Mystery. Ebenfalls. Und nochmal Videogame Mystery. Weil ich jetzt gesehen habe, dass es ganz viel ist. Das hat mir echt lieb. Fabrik in Memphis hätte Northbowman gerne. Oh Schatzer, danke auch an dich fürs zweite Abo. Hallo. Warum will Northbowman denn in Memphis eine Fabrik haben im Augenblick, wo wir überall Handwerker kaufen und so? Also Sollen die wir nicht mal Fabrik investieren? boostet, ja, die boostet dann halt die umliegenden Städte nochmal. Die kriegen dann alle plus 3 Produktion. Aber wir haben noch nicht mal, ich glaube, wir haben noch nicht mal das Industriegebiet gebaut, oder? Nee, ist da. Könnten wir bauen. Ja, plus 3. Es betrifft zwar viele Städte, aber ich finde die Handwerker gerade wichtiger. Die Idee ist gut, aber kommt mir im Augenblick zur falschen Zeit. Als Kommt bitte. mit in unsere Bauschlange. Irgendwann bauen wir garantiert die Fabrik. Das hast du jetzt aber nicht nur gesagt, damit Northbowman das nicht immer wieder schreibt, oder? Nein, natürlich nicht. Und wenn, hättest du das dann offen öffentlich laut erwähnt? Ja, das ist die große Frage. Hätte ich das gemacht? Ich glaube auch, das hätte ich nicht gemacht. So, jetzt gucken wir mal, ob wir dem Kyros, den wir gerade massakriert haben, Chat wurde das Thema auch gerade angesprochen, vielleicht die Luxusressourcen, die er mittlerweile so dringend braucht, nicht andrehen können. Hey, guck mal, wir haben ganz, ganz viel für dich. Oh, der hat hier alle noch. Guck mal. Die haben wir den nur gerade abgenommen. Der hat die immer noch. Guck mal. Das ist ja lustig. Oder er hat sie neu jetzt angeschlossen, weil er da noch ein paar Städte in seinem Reich hatte, Oder aber habe ich nicht, aber hatten wir die nicht drin? Ich habe mir die doch genommen in die Liste. ich hoffe doch, dass du da als großer Händler da alles genommen hast, was ging. Ich meine schon, dass das Also mit die unserem Wale haben wir auch Warenkasten nicht auch so passt. doppelt. Oder kann das sein, dass wenn man von jemand anders Luxusgüter eintauscht, dass man die nicht wieder an einen Dritten, an ihn oder jemand anders weitertauschen kann, sondern nur selbst behalten kann. Aber trotzdem Ja, das. weiter tauschen können wir sie nicht, aber er dürfte sie nicht mehr selbst nicht mehr haben. Ja, das verstehe Oder ich Chat überhaupt schreibt, nicht. WB, du hast die rausgenommen. Es Warum hat denn? keiner von euch geschrieben. Unglaublich. Der Chat sagt, wir hätten die nicht mit reingehandelt. Seid ihr euch, ja, aber warum sollte ich das machen? Rausgenommen.
Genau, wegen Stadt abnehmen. Aha, okay. Ich habe mal wieder zu schnell gespielt. Ab jetzt versuche ich langsamer zu spielen. Auf Kritik WB. Du rast durch deine Partien. Andere Let's Player brauchen Monate, wenn nicht gar Jahre, um eine Partie abzuschließen, und du klickst dich so schnell dadurch. Hör ich ganz, ganz oft, mehrere Male pro Jahrzehnt. Und ich werde mal versuchen, etwas langsamer zu spielen, mehr nachzudenken, langsamer zu reden auch, und das, was ich tue, auch etwas öfters euch zu erklären und nochmal zu erklären, damit ihr wohlfeil die Möglichkeit habt, mich auf Dinge hinzuweisen. Ja? Das könnte ich ab jetzt machen. Offene Grenzen. Will haben. Kriegt er. Sofort offene Grenzen. Was bietet er uns denn für Färbe? Ne, Färbemittel hat er ja. Was bietet er uns für Baumwolle? Nix. Er hat ja auch fast nichts mehr. Wir haben ihm so viel abgenommen, der hat uns auch nichts anzubieten einfach. Was soll er uns geben? Da ist nichts. Wir können ihm Kunst zurückverkaufen. Das wird böse langsam. Komm, wir gehen raus. Wir müssen ihn nicht noch verspotten. Man sollte gegenüber besiegten Gegnern auch ein bisschen Respekt und Höflichkeit gegenüberbringen. Man sollte die nicht in Grund und Boden dissen. Deshalb lassen wir mal... Wir lassen ihm die Würde. Wir lassen dieser Dumpfbacke die Würde. Das finde ich wichtig. Wir reden nicht schlecht über unsere unterlegenen, kläglichen Widersacher, die unser Spott verdient haben, weil sie Nulpen und Nieten sind, aber von uns respektvoll behandelt werden. Da lege ich großen Wert drauf. Handwerker hier, gerade entstanden. Jetzt gehen wir ins Alcazar bauen. Und natürlich erstmal Seebäder, bitte. Das machen wir, Morphos. Genau da wollen wir einen Nationalpark errichten. Ich zeig's dir mal. Guck mal. Das ist unser Plan. Hier haben wir so ein Nationalpark-Symbol rein. Dann machen wir hier einmal Orangen weg, einmal hier oben. Und dann kann der Kollege hier einen Nationalpark machen. Hype Train läuft im Chat, Matze. Ja, sehr cool. Ist schon abgeschlossen. Und jetzt haben ganz viele Leute Emotes bekommen. Sachen gibt's. Jetzt bauen wir noch ganz viele Alcazare. Das Gute bei den Alcazaren ist, die müssen wir gar nicht bewirtschaften. Die setzen wir irgendwo hin, weil die Kulturerträge, die sie geben, bekommen wir natürlich nur, wenn ein Bürger drauf arbeitet. Aber die Tourismuserträge ab der Erforschung der Luftfahrt, das haben wir hinter uns, die Tourismuserträge in Höhe der Kultur, die bekommen wir ja auf jeden Fall. Die fallen nämlich einfach, die werden reichsweit eingesammelt. Wir haben im Augenblick einen Plus von 487. Wenn wir jetzt viele, viele von den Alcazaren bauen hier, das schlagartig viel mehr, und manche von denen sind sogar auch bewirtschaftet, das werden dann mehr und mehr. Ein bisschen müssen wir allerdings darauf achten, dass wir die nicht da bauen, wo das Programm uns das immer vorschlägt, denn rund um die Schutzgebiete wären die Boni, die Gebäude auf dem Schutzgebiet geben die nur auf Feldern, wo keine Modernisierung steht, in einem Umkreis von einem Geländefeld. Das hier setzen wir keine hin. Aber weiter unten geht das überall. Das heißt, wir könnten hier oben einen hinsetzen, da hinten einen und so weiter. Hier können wir einen bauen. Tizian. Großes Werk. Asunta. Erschaffen von Tizian und ausgestellt im Wüstenschiff, in Wüstenschiff. Sehr fein. Hatten wir nicht noch irgendwo einen großen Künstler, den wir gar nicht eingesetzt haben? Oder fantasiere ich gerade? Nee, ich bilde mir das nur ein, ne? Wunschdenken. Wir haben gar keinen. Wir haben gar keinen. Ist gar nicht da. So, der bleibt also nochmal eine Runde stehen. Nächste Runde ein weiteres. Händler. Da können wir die Handelsroute verlängern, aber wir wollten ja nach möglichst vielen anderen Zips noch hinschicken, unsere Händler,
damit die uns noch zusätzliche Boni geben. Auf den Tourismus. Geht einmal kurz gucken, wo im Augenblick Leute hin unterwegs sind. Perikles und Hedwig und Katie. Ja, 3 Jahren wäre naheliegend, ne? Ja, würde ich dann auch mal hingehen. Sollte eigentlich von Tribudis aus gehen. Ich bin überrascht, dass wir im Augenblick keinen haben. Zu ihm hin. Komisch. Könnten wir ihm welche schicken? Es dauert ewig hier. Also ich glaube, du bist schon vorbeigescrollt. Ich meine, das Symbol von Trajan ganz viel häufig gesehen zu haben. Weißt du was, ich habe die ganze Zeit nach Ägyptischem Reich geguckt, nach dem ersten Symbol und habe gewartet, dass das zweite Symbol ein anderes wird. Aber das ist, warum führen die überhaupt als Ursprung überall das Ägyptische Reich? Ich habe darauf geguckt, weil ich dachte, da muss es auftauchen. Welchen Infowert hat das, der erste Button? Verfügbare Wege. Welchen Infowert hat das? Ich glaube, das ist einfach... weiß ich auch nicht. Mir fällt keine passende Begründung ein, lieber WB. Okay. Also da sind wir bei den Violetten, das sind die Römer. Aber das sind viele gute Wege. 22, der 22 Gold, 23 bye bye Dido nach Rom. Bye bye Dido, das ist ja naheliegend. Mhm. Einmal nach Bye Bye Dido, bitte. Da gibt es die Golden Gate Bridge, die hilft dafür, dass es mehr gibt. Spion. Raketentechnik stören. Deaktiviert den Raumhafen in der Stadt. Für 63, mit 63% Wahrscheinlichkeit. Wir könnten uns vorher noch einmal aufleveln. Was meinst du? Also man sieht Erfahrung ja, man sieht ja, ob da an dem Raumhafen, ob da gerade ein Projekt läuft. Dann steht da so eine Rakete und so eine Ampel ist da, die läuft langsam von rot nach grün durch. Dann weiß man auch, wie weit ungefähr das Projekt abgeschlossen ist. Das heißt, in diesem Raumhafen wird momentan kein Projekt durchgeführt. Wir haben ein bisschen Zeit dafür, um uns aufzuleveln. Deshalb würde ich jetzt sagen, wir machen erstmal Mittelabschöpfen. Mhm. Würde man eigentlich auch für erneuten Horchposten, die wir allerdings schon abgeschlossen haben und sind gerade bereits boostet, nochmal XP bekommen? Oder überhaupt XP bekommen? Also es gibt 2 Missionen. Einmal Quellen beschaffen, das haben wir abgeschlossen. Horchposten, der erhöht nur unsere diplomatische Sichtbarkeit für die Dauer, während der aktiv ist. Aber für keine der beiden Missionen bekommen wir ein Upgrade. Also 84% Loyalität senken ist egal. Nehmen wir uns das Geld. 624. Technikbonus Kernspaltung. Wer weiß. Der ist hier, würde 2 bis 3 Runden sparen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist etwas geringer, aber dann hätten wir wenigstens noch einen richtigen Nutzen. Also ich finde die 624 Gold sind schön, das ist doppelt so viel, was man sonst hat pro Runde, aber der Bonus würde 2 komplette Forschungsrunden, eventuell 2,5 sparen. Ne? Was war das für das würde uns mehr bringen. Deshalb ist, glaube ich, die Erfolgswahrscheinlichkeit auch ein bisschen geringer, weil man da ein bisschen mehr von hat. Also meine tatsächlich Standardtaktik ist eigentlich immer über Mittelabschöpfen zu gehen, aber ich kann das total verstehen, wenn wir sagen, hey, wir gehen jetzt auf Technikbonus stehen, weil uns das mehr bringt. Diese 2 Runden, die wir da an Goldeinkommen rausbekommen, dann ja, ist nicht so spannend. Das Einzige, was dagegen spricht, ist halt, die Laufzeit ist dieselbe. Dass die Erfolgswahrscheinlichkeit etwas geringer ist, wenn wir den verlieren würden, würden wir uns schwarz ärgern, weil der eigentlich vor Ort ist wegen der Raketentechnik, ne? Aber das ist also die offensivere Variante, ne? Lass uns das mit dem Geld machen, komm. Einfach, weil die Wahrscheinlichkeit, ne, größer ist.
Und mit ihm wiederum ziehen wir hier links lang und gucken mal ein bisschen auf die Handelswege hier auf. Ich finde es übrigens ganz spannend, wie wir als Spieler bei Computerspielen mit diesen Wahrscheinlichkeiten umgehen. Hier bei den Spionagemissionen oder auch für diejenigen, die zum Beispiel sowas wie XCOM spielen, wie erfolgreich man sein wird, wenn man da eine bestimmte Mission hat. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, dass wir Spieler tatsächlich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, doof sind, was diese Erfolgswahrscheinlichkeiten angeht, weil wir immer glauben, wenn da 90% steht, dann wird da schon schief gehen und fragen uns immer, oh Gott, jetzt hat es nicht geklappt, das kann doch nicht mit Recht und Dingen zugehen. Das finde ich krass. Das heißt dann ganz oft, das ist ein Bug. Das ist letztlich ein Problem, der... Also es gibt übrigens wirklich auch Computerspiele, die gibt es auch, die mit Absicht die Angaben für die prozentualen Boni, die mit Absicht falsch dahin schreiben. Ohne Scheiß. Habe ich irgendwo zuletzt gehört bei einem Entwickler, weil das halt... Ich muss ein bisschen ausholen. Das ist jetzt alles im YouTube-Video drin, danach mache ich Schluss der Aufzeichnung. Liebe YouTube-Leute, falls euch das nicht interessiert, wenn WB einen vom Pferd erzählt, dann... springt einfach weiter ins nächste Video, ansonsten lasse ich es mal dran. Psychologisch gibt es genau das, was Matsumanis gerade erklärt hat, dass viele, es gibt in der allgemeinen Psychologie, ist es ja so, dass Dinge, die besonders beeindruckend sind, von denen nehmen wir an, dass sie häufig, von denen glauben wir, dass sie häufiger passieren. Klingt ein bisschen verrückt, aber ich erkläre es gerne. Wenn man 10-mal vor die Tür, sagen wir mal, ist draußen, ihr blickt aus dem Fenster und sagt, oh, das Wetter könnte regnen, könnte aber auch nicht regnen. Was mache ich? Wenn ihr ohne Schirm rausgeht, weil er sagt, es wird hoffentlich doch klappen, das ist so eine langweilige Sache. Wenn es dann auch gut geht und es regnet nicht, dann läuft er nicht den ganzen Tag über rum und denkt, ja, ich habe den Regenschirm zu Hause liegen gelassen, ich bin eine coole Sau und es hat jetzt geklappt. Wenn er gegen vor die Tür geht, dann ohne Regenschirm und es fängt dann an zu regnen, dann sagt er, immer dann, wenn ich mit ohne Regenschirm raus... wenn ihr mit Regenschirm raus... Ich weiß gar nicht. Gott, wie furchtbar, wie komme ich das denn nun mal raus? Ich habe mich selber verheddert gerade. Auf jeden Fall die Dinge, die spektakulärer sind, von denen, wenn die dann passieren, glaubt man, die behält man eher im Gedächtnis. Also irgendwas passiert, was spektakulär ist und das wird dann eher abgespeichert. Und wenn 5-mal hintereinander Dinge passieren, die halt spektakulär sind, dann denkt man, das passiert mir immer. Wenn 5-mal hintereinander Dinge passieren, die man so, naja, ist halt irgendwie was, die einen nicht so emotional berühren, dann behält man das nicht so im Gedächtnis. Und so ähnlich funktioniert das bei Wahrscheinlichkeiten. Wenn man 10-mal bei 90% Wahrscheinlichkeit auf den Gegner ballert und einmal geht's daneben, dann denkt man halt spektakulär, sensationell, das behält man im Kopf und glaubt irgendwie, das ist irgendwie was sehr Bemerkenswertes und Ungewöhnliches und dann denkt man auch eher, wenn das 2-mal passiert, das passiert mir immer oder man glaubt irgendwie, man schätzt die Häufigkeit des Ereignisses seltener ein. Man glaubt ja auch, die Leute sind ja auch immer der Meinung, wenn man die fragt, wie wahrscheinlich ist es, wie viele Menschen werden durch Serienmörder umgebracht im Jahr? Da gibt es ganz viele Leute, die sagen, ja, ganz viele. Ich meine, liest das doch immer in den Zeitungen und überhaupt und das ist doch, das berührt mich. Ganz häufig gibt es Serienmorde in Deutschland pro Jahr. In Wahrheit ist das lächerlich wenig halt. Das ist unglaublich wenig halt, ne? Und so ein bisschen ähnlich ist es hier auch mit diesen Wahrscheinlichkeiten in Computerspielen. Und es gibt, um einen Bogen zu bekommen, Entwickler von Computerspielen, die sagen, wenn ich da reinschreibe 90% und in 9, dass da ein Schuss klappt bei einem Rundentaktikspiel und dann ist es tatsächlich in jedem 10. Fall nicht der Fall, die Spieler gehen mehr auf die Barrikaden. Das fühlt sich für die so an, als wäre es jedes 2. Mal so, dass es in die Hosen geht. Die denken, ich hätte einen Bug drin. Und deshalb geben die in einem solchen Fall, dass es eigentlich eine 90% Wahrscheinlichkeit ist, eine geringere an. Die geben dann an 66% oder 70%, weil sie halt im Kopf einpreisen und mitkalkulieren, wie der Spieler emotional mit solchen Wahrscheinlichkeiten umgeht. Das heißt, wenn man so eine Zahl sieht, wenn die Entwickler ehrlich sind und doof, dann geben die korrekten Zahlen an. Wenn die dagegen Füchse sind und clever vorgehen, dann geben die falschen Wahrscheinlichkeiten an, aber so in der Art halt. Ne? Ja, das Ganze hätte man auch in 2 Minuten sagen können, aber tut mir leid, ich hoffe, es war trotzdem nicht langweilig.